Das neue Future Star Event ist raus und viele von euch fragen sich, welche Karten soll ich kaufen? Ich habe dieses Budget und dieses Budget. Ob viele von euch Coins haben oder nicht, ich habe die beste Karte aus dem Future Star getestet. Und zwar Alvarez. Guckt euch einfach das Video von Anfang bis zum Ende an, denn diese Karte wird, denke ich, stark sinken und ist auf jeden Fall machbar. Denn da wird dann, denke ich, so auf 1,6 gehen. Alvarez jetzt kostet 2,4 Millionen Münzen. Ich habe es hier eingeblendet und ich denke, dass er den nächsten Tag auf 1,8, 1,7, 1,6 kaufen wird. Auf jeden Fall dann so ein Ginola, MAP Inform mäßig, so in dieser Art. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert gerne für mehr solcher Player-Reviews. Wenn ihr das feiert, kann ich mehr solcher Karten testen. Mein Account ist immer noch gehackt, ich habe immer noch nichts zurückbekommen. Ich habe mir jetzt einen Account geholt, war nicht billig, aber ja, Freunde, nur für euch, also supportet gerne. Wir gehen erstmal auf den Transfermarkt und wir gucken uns die Future Stars einmal nur von den Stats, Werten, Preise an, damit ich auch zu anderen was sage. Wenn man so die Future Stars betrachtet, sind sie sehr, sehr krank, aber so ein Elanga, so 3-Stunden-Recruit würde ich niemals spielen, sage ich offen und ehrlich. Dann gehen wir weiter zum Beispiel in Kalulu, der sieht geisteskrank aus, den würde ich spielen. Singo sieht auch sehr, sehr gut aus, den kannst du sogar mit Fofana jetzt linken, also ist ein guter Link. Spence auch geisteskrank, Kudus auch krank, weil Liga halten Müll. Vitinha ist Renato Sanchez 2.0, aber natürlich gehen wir auf Main Man. Ich habe ihn natürlich direkt verkauft, weil ich habe sogar 100k direkt Minus gemacht, die sinken extrem schnell. Die Fragen, die wir uns stellen, wieso ist Alvarez so gut? Jetzt zeige ich euch mal kurz ein paar Clips. In FIFA 23 finde ich es sehr wichtig, dass die Spieler beweglich sind am Ball. Dieses am Laufen die ganze Zeit, scheiß auf das. Beweglich am Ball sein ist einer der wichtigsten Dinge in FIFA 23. Und Alvarez hat das Gesamtpaket. Ich sag dir jetzt wieso. Ein Alvarez, wenn du die Stats anschaust, kommen sie dir normal vor. 90 Tempo, 91 Schuss, 86 Pass, 90 Dribbling, kommt uns normal vor. Aber jetzt kommt's. Bei der Karte, erstens, das Sprint-Tempo bei der Karte fühlt sich an wie 95. Beweglichkeit und Balance fühlt sich an wie 95, mindestens 96. Die Karte spielt so unnormal gut und du kannst so geile Kurzpässe mit der Karte machen. Mäßig Doppelpass und Lauf. Mit Alvarez funktioniert es geil. Er hat einen 88er kurzen Pass. Er hat sogar einen Effet. Langer Pass, Dribbling. Alles ist sehr geil. Ich sage euch offen und ehrlich, ich fand den besser als Mbappé. Ich habe Mbappé den 93er im Verein. Ich habe den 90er gespielt, den POTM gespielt. Im Sturm fand ich Alvarez zu 100% besser. Und es fragt euch, ey, Enzo, wieso? 5 Stunden Weakfoot und dieses am Ball, diesen Ball nicht verlieren. Er rennt da durch, er verliert den Ball nicht. Das ist geisteskrank, wie gut er ist, wie in den Szenen, wie er die Verteidigung durchrennt. Also Alvarez zu 100% kaufen, aber erst, wenn er mindestens oder Minimum bei 1,7 ist, 1,6. Ich würde auf jeden Fall keine 2,4, 2,2 oder 2,3 zahlen. Das ist jetzt geisteskrank teuer. Das Event ist ja heute rausgekommen. Der wird mindestens auf 1,5 bis 1,7 gehen. Da würde ich ihn auf jeden Fall kaufen und testen, weil die Karte ist wirklich geisteskrank. Das Geile ist noch, die Karte könnt ihr auch so geil einbauen und damit Link, wer von euch Coins, sondern De Bruyne Team auf dir, kann den damit linken. Den könnt ihr auf rechten Flügel tun, den könnt ihr auf linken Flügel tun. Also die Karte bietet sehr, sehr viel. Es fehlt nur, dass die Karte ein Happy End bietet, Alter. Ich sag dir offen und ehrlich, der spielt sich wirklich sehr gut. Nehmt die Karte auf jeden Fall mit. Alter, wenn ihr Doppelsturm Mbappé und ihn habt, das ist vorbei. Oder ein Ginola und ihn, das ist vorbei. Ich würde ihm ihn einen Spieler spielen, wie so Benzema, Ibra, also Toti Benzema, Ibra. Mbappé eine Ausnahme, so etwas, die so bulliger sind. Wisst ihr, was ich meine? Damit es auch so ein guter Kopfball-Dings hat, mehr Physis reinbringt. Also Alvarez, ein einer der geilsten Stürmer, die ich gespielt habe. Ich habe leider nicht so viele Clips von ihm, weil ich ihn direkt verkaufen musste. Aber er war wirklich ein... Oh, bitte massier mich. Bitte massier mich. So eine Thai-Massage mit Happy End, Alvarez. Krass. Er war bei Argentinien so stark und ist jetzt in FIFA so stark. Endlich gibt es wieder gute Stürmer. Ich persönlich habe Alvarez nicht den Doppelsturm gespielt, sondern alleine. Natürlich könnt ihr auch einen Doppelsturm testen, aber wenn ihr nicht einen zweiten Stürmer habt, dann spielt Alvarez auf der 4-2-3-1 oder irgendeine Formation, wo ein Einzelstürmer ist. Auf der 4-2-3-1 funktioniert auch geistkrank. Ich habe sogar, wenn du dieses Video siehst, einen Tag davon traktiv Video hochgeladen. Auf jeden Fall, hört auf meine Empfehlung, nimmt Alvarez auf jeden Fall mit. Geistkrankkarte, hat 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, ist 1,73 groß, beweglich, mehr kann man nicht sagen. Das Video soll auf jeden Fall auch nicht lange gehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karte oder meine Meinung hören wollt. Wie gesagt, ich bin kein schlechter FIFA-Spieler, das will ich nochmal erwähnen. Ich hole auch immer Rang 1, 20-0 in der Weekend League. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Ahnung so. Also, wenn ich eine Karte, wenn ich sage, sie ist gut, dann spielt sie sich eigentlich auch gut so. Jetzt, was war ich abgehoben gemeint oder so, ne? Ich will jetzt nicht irgendeinen Scheiß labern, dass die Karte auch gut ist. Aber lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare. Die nächsten Player-Reviews werden dann besser sein, weil ich die Karten dann auch mehr testen werde. Aber ich habe leider nicht so viele Clips von ihnen gehabt. Aber geisteskrank, haut rein, Freunde. Answer is out und passt auf euch auf. Erstens, das Sprintum. Nimmt die Karte auf jeden Fall mit. Nimmt die Karte auf jeden Fall mit. Im Doppelsturm könnt ihr das. Ich würde Alvarez auf jeden Fall. So zur Frage, ich habe Alvarez allein.
Ich persönlich habe Alvarez alleine im Sturm gespielt, also ihr könnt das auch testen. Ich habe Alvarez. Thank you.